So Leute, heute wird es interessant. Heute wird ein ganz neues Gewässer gefischt und ich bin das allererste Mal mit Peter unterwegs. Peter hat gerade frisch seinen Angelschein gemacht und wir werden mal gucken, was der Gute schon so drauf hat. Oder? Ich hoffe, wir holen jetzt schon den ersten Meterhecht, Peter, raus. Das wäre natürlich super. Wir fahren heute an einen See, mit dem ich ein einziges Mal im Winter war und das schauen wir uns mal genauer an. Ich bin noch relativ müde, aber eins muss ich euch sagen, ich habe nochmal Glück gehabt, ich habe gerade nochmal meine Regenjacke eingepackt und habe dabei das hier gefunden. Stellt euch vor, das hätte ich mit ans Wasser genommen. Habe ich zum Glück nicht. So, jetzt fahre ich erstmal los. Ich fahre so ungefähr 30, 35 Minuten und dann schauen wir uns das Gewässer mal an. Auf ein dickes Petri, Leute. So Leute, angekommen am Gewässer, wir haben auch schon ein paar Würfe gemacht, wir haben das Gewässer ein bisschen inspiziert und geschaut, wo können wir lang. Und wundern gerade nochmal, ach ne, das kann ich nicht sagen, ne? Und jetzt machen wir ein paar Würfe, wir kennen das Gewässer nicht, ne? Wir müssen einfach mal ablaufen, Spot für Spot, schauen was geht. Peter muss ein bisschen Gefühl fassen für die Angel, für die Köder, vielleicht aber irgendwann für den ersten Biss. Weil Peter ist heute das allererste Mal da. Peter, willst du mal auf Kamera? Hier, ich kann auch so. Das ist Peter. Hi Leute. Hey. Peter ist heute das erste Mal da und Peter hat sozusagen frisch den Angelschein gemacht und jetzt schauen wir erstmal, was hier so geht. Ne? Was hier so geht. Gewässer lag halt zwischen uns genau in der Mitte, also perfekte Lage eigentlich. Und jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Kommst du an den Kescher noch schnell ran? Nee, ich hab noch nichts, aber. Hummer. Ja. Ach, geil. Hier hast du dein Deck gerade, oder was? Ja, Mann, Alter. Witzig. Geil, oder? Ja. Könnt ihr auf die Schulter setzen? Wie hübsch er sich macht, oder? Ich kann das an der Nase machen. Was ist los? Hallo. Hi. Na. Ja. Deswegen mal schauen. Beißt was? Bisher noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Nee. Das ist schön. Seid ihr Gastangler oder? Ja, Gastangler. Kannst du eure Karten sehen, bitte? Sind von der Fischerei auf dich. Ja? Hast du Ausweis dabei? Also erstmal hier die Genehmigungsscheine, Tageskarte. Wir haben nämlich gerade überlegt, ob wir schon auf der Seite sind, wo man nicht angeln darf. Ihr seid noch richtig. Ihr seid vollkommen richtig hier. Ja. Meine Ausweis. Ja, wunderbar. Danke. Nee, ihr könnt noch eine ganze Ecke da runter. Da ist irgendwann da vorne kommt ein Tor. Ja. Und da könnt ihr halt nicht rein. Okay. Da, aber da könnt ihr ja sowieso nicht rein. Ja, ja, nee. Also von daher. Steht denn da die Gültigkeit drauf? Ach da. Nee, 2019? Nö, müsste eigentlich länger sein. 2019 gemacht, ne? Und ja. 2003. Ja.
Okay. Perfekt, danke. Schon mal. Erstmal Druck frisch hier. Meine erste Tour heute hier. Und dann direkt schon kontrolliert. Solange dann alles passt, ist es ja gut. Tja, Leute, so ist das. Der See mit dem bestbesetzten Raubfischbesatz, den es gibt in, was hat er gesagt? NRW, ich weiß es nicht genau. Ne? Hat natürlich noch nichts offen gelassen. Ne? Wir haben tatsächlich haben wir noch nicht einen Kontakt. Wir haben viele kleine Fische gesehen, aber sonst war es das auch. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite des Sees und schauen mal, was uns da so erwartet. Zähe Nummer. Zähe Nummer gerade. Aber wenn wir mal gucken, dass Peter heute vielleicht ja mit seinem ersten Angeln nicht schneidern muss, das wäre natürlich super. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch was ans Band kriegen. Ich habe da hinten schon ein bisschen Schilf gesehen, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann gibt es noch so ein, zwei Stellen, wo ich auch noch richtig Bock drauf habe. Und die wollen wir erstmal befischen, ne? Peter! Ha? Was sind die Fische? Wie ist Angeln, hä? Ja, super. Angeln mit Icy, Leute. Wo sind die Fische? Sagt's uns. Ja. Wo sind die Fische, Leute? Die suchen wir jetzt, ne? Also. Fisch. Oh ja. Kescher. Ja. Ja. Geil, Mann. Und kein schlechter, du. Kein schlechter. Geil. Hey, Mann, geil. Da ist er, Leute, der erste Fisch. Ein schöner Barsch, ein schöner Barsch. Ja, wurde mal Zeit, nach sehr vielen kleinen Bissen, ne, endlich ein schönes Exemplar. Aber ein schöner ist es. Ein schöner. Ein Schneider. Jetzt müssen wir noch gucken, dass Peter einkriegt. Ne? Ich glaube, wurde es mal Zeit. Hey. Peter wollte gerade seinen Köder wechseln. Da habe ich gedacht, hey, nimmst du dir mein Herz und wirfst mal in seine Ecke rein. Und tja, was soll ich sagen? Ein Wurf und da hatte ich den Fisch. Ne? Der kleine süße Barschi hier. Der kleine süße Barschi. Ja, mal gucken, ob wir noch was Größeres fangen. Ich habe ja Bock auf so einen schönen Hecht oder noch einen größeren Barsch, wäre natürlich cool. Aber ich bin jetzt erstmal zufrieden, dass wir heute einen Fisch gefangen haben. Weil eben gerade sah es schon recht mager aus. Und da waren wir jetzt schon 3-4 Stunden am Fischen. Sind wir jetzt schon. Und das nur mit so kleinen Bissen überhaupt. Oder Fische selbst nicht. Viele kleine Nachläufer von so kleinen Fischen. Aber jetzt wirklich was Großes oder so, war jetzt noch nicht dabei. Ne? Hoffen wir, dass man was beißt, Leute. Oh, geil, Digga! Den kann ich einfach so nehmen von vorne, so, oder? Ja, ja, den kannst du einfach. Mach mal deine Hand vorher nass, willst du ihn ja wieder freilassen? Hand nass, genau. Leute, da ist er! Peter mit seinem ersten Fisch, mit seinem allerersten! Und was ein Monster! Guckt ihn euch an. Schön! Petri! Geil! So. Oh. Kannst du wieder schwimmen, freilassen, mein Freund? Oh. Ah, da schwimmt er. Gut. Yes. Peter! Auch Mr. Pinky. Und wie fühlt sich an, der erste Fisch? Ja, sehr gut. Das machen wir weiter, oder? Ja. Super. Leute, da ist er, der erste Fisch für Peter. Beide entschneidert. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ich freue mich. Ja. Slushy oder willst du... Ja, was willst du denn? Wolltest du was trinken oder wollen wir uns ein Slushy Maschi? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich will erst mal ein Video machen hier. Ja? Ja, das ist geil hier, Mann. Kannst du einen Salitos haben? Boah, nee, kein Alkohol, Alter. Leute, den Fisch muss man natürlich auch erstmal feiern, ne? Ist hier direkt am Wasser so eine Slushbar, ne? Schöne Slushy-Bar. Und einfach so ein Getränkestand. Na, ja, wird erstmal abgefeiert. Da muss erstmal der erste Fisch von Peter gefeiert werden. Ja. Gut. Melde ich mich im Laufe der Woche einfach irgendwie mal. Alles klar.
Schönen Tag noch. Tschüss. Na, Fisch. Oh, mal schon wieder so ein großer. Das ist ein Monster. Mensch, Petri. Danke, Mann. Oh, schön. Ne? Zweiter schöner Barschi. Ne? Der kann wieder schwimmen, Leute. Der kann wieder schwimmen. Na, zack. Na, der hat mich komplett nass gemacht. Noch ein kleiner, Leute. Noch ein kleiner. Er darf jetzt wieder schwimmen. Sonne. So Leute, das war's für heute. Das war's für heute. Schaut euch das an. Hose ist nass. Füße sind auch nass. Kann man nach Hause fahren, oder? Kann man nach Hause fahren. Hier ist noch ein Loch drin. Ist auch komplett nass. Und hier ist auch ein Loch drin. Ich glaube, ich brauche neue Einlagen für meine Stiefel oder neue Fütterung. Für meine Stiefel. Nichtsdestotrotz war es ein geiler Angeltag, Leute. Ein geiler Angeltag. Wir haben leider nicht den erhofften Hecht gefangen, aber wir haben den ersten Fisch für Peter geholt und wir haben noch ein paar andere Barsche gefangen. Ne? Das war auf jeden Fall geil. Das war auf jeden Fall geil. Wolltest du irgendwas erzählen, Peter? Ne, Peter bin ich mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen und schreibt ruhig einen Kommentar unten. Ne? Würde mich mega freuen. Und ich denke, wir werden Peter nicht das letzte Mal gesehen haben. Ich hoffe, den haben wir jetzt angefixt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Falls ihr im Wasser seid, ein dickes Petri und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.